Defensivmonster, hä? Ah, Defensivmonster. Ja. Halbe Miete. Kleiner Vorgeschmack von Tinder. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Wir sind auf dem Weg zur Facility. Dennis und ich. Junior ist auch mit am Start. Say hi, Junior. Wir drehen einen Vlog, beziehungsweise ich drehe einen Vlog. Dennis und ich, wir treffen uns mit Willi, Eli, Sydney und Robert. Wir werden ein paar Challenges machen in der Facility. Ich drehe den Vlog, Dennis wird die Challenges machen. Deswegen checkt auch gerne bei Dennis dann auf den Kanal ab für die Challenges. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Es kann sehr, sehr lustig werden. Deswegen lasst ein Like da, abonniert den Channel. Sofort! Sofort kommentiert. Macht mal richtig Welle. Und abschicken das Ding. Made it out the treasure. So, Leute, wir sind jetzt angekommen, wir sind bei der Facility, aber wir haben gerade die Jungs gesehen. Die sind gar nicht im Auto, die zocken einfach Fußball hier, ne? Auch spontan. Auf schnell, auf schnell. Dennis, ich mache jetzt einen Schuss, Bro. Winke sofort. Ehrlich? Ja. Du weißt doch, ich habe früher auch ein bisschen gezockt, bisschen. Wir waren doch auch mal Fußballer. Ey! Steht ihr? Was geht, Bro? Alles klar? Ja, bitte. Was muss? Es geht, Mann. Kannst du das? Ja, ich habe früher ein bisschen gezockt. Aber ich sag dir Air Force, ne? Erster Schuss, aber trotzdem Winkel. Ich bin ehrlich mit euch, wenn wir im Sommer ein Spiel machen würden. Oh, shit. Sydney, ich habe gehört, heute 1 gegen 1 gegen Dennis. Ja, machst du einen Punkt? Ja? Weil wir haben schon darüber im Auto diskutiert, die meinten, sehr unwahrscheinlich. Ja, also ich hab die Spielen sind, ich glaube, einen machst du vielleicht. Ehrlich? Ich habe Hoffnung. Ja, boy. Willi, was sagst du? 1 gegen 1 heute gegen Dennis, machst du einen Punkt? Ich weiß ganz genau, dass ich mit Krücken heim will. Deswegen mache ich gar nichts. Gibt's Ankle Sleeves hier? Ja, ich denke schon. Wir haben alles hier. Ja? Ja. Also Kältebecken danach auch noch, alles. Knie schon. Zeig mal du. Meine Schuhe sind halt auch gar nicht dafür geeignet. Ne? Meine auch nicht. Ja. Hey. Excuse me, excuse me. Ready. Oh, quick. Ey Leute, ihr müsst mal checken, ne? Wir zocken hier ein bisschen Fußball, aber der Platz, so mit Palmen und so. Das ist nicht dieser Bolzer aus Braunschweig, ist nicht. Also ich meine, unser Bolzer ist auch nice, aber das ist schon dolle. Okay, Leute, wir sind jetzt hier durch mit Fußball. Die spielen da jetzt Weltmeisterschaft. Und wir gehen ab zur Facility jetzt. Freust du dich schon? Ich hatte davon Gänsehaut davor. Das ist unglaublich, weil ich glaube, das kann man nicht so nachvollziehen, wo wir jetzt Einblicke bekommen. Weißt du? Das ist ja nicht einfach mal so, dass du da reinkommst oder irgendwelche Sachen anschauen kann. Ne, ich glaube, ihr werdet Spaß haben. Safe. Hey, how you doing, sir? So, Leute, wir sind jetzt hier bei der Facility angekommen. Steppen jetzt da rein. Oh, you have the World Cup? Yeah. Hey, how you doing, man? Good. Well, my parents are from Argentina, so I gotta go that route or USA. Messi was. Yeah. He came in clutch yesterday. Okay, Dennis. Yes, ich kann ja echt schon dankbar sein, dass ich schon öfters jetzt hier war. Meinst du, die freuen sich krass, dass sie hier sein können? Guck mal, die Nick hier. Achso. Ja, die freuen sich. Wenn man sowas Leuten ermöglichen kann, ist nice. Weißt du, weil das ist die größte Organisation. Jeder will sowas mal gesehen haben, deswegen schon ganz cool. Ohne der erste Blick, wenn man da reinkommt, man sieht einfach direkt alles. Hast du diese goldene Tür gesehen? Ja. Wild, oder? Es geht, Mann. Alles klar? Okay, erster Wurf, Sydney. Mit Körpertäuschung und so? I believe in you. Nein, aber es hat doch geregelt. Hey!
Okay, Dennis hat gerade erzählt, er zeigt den Jungs jetzt die Laker Facility und danach sollen wir wohl in die Facility von Kobe Bryant noch gehen. So Leute, Dennis macht hier gerade so eine Tour für die Jungs. Jetzt gehen wir noch in die Kabine und dann ab zur nächsten Facility. Warum, was hast du denn da, Eli? Harte auf dem Schirm, aber das ist ja nicht Teil mit. Willi, was hast du denn da? Achso, das ist von dir, ja? Ja, ja. Weißt du genau, Bitterwell war schneller. Ja. Nice, also geil, danke. Okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt hier durch. Vielleicht wird jetzt hier noch ein bisschen Billard gespielt. Und dann gehen wir, wie gesagt, zu der Facility von Kobe Bryant. Da waren die Jungs auch noch nie. Das wird auf jeden Fall nice. Die sind auf jeden Fall sehr begeistert. Dennis zeigt denen gerade auch noch so einen Stuhl, wo die Haare geschnitten werden. Also der Friseur voll verknallt. Haben auch einfach hier voll gemütlich noch Kunst und so. Cooles Foto auf jeden Fall. Basketball, NFL, das ist schon top hier. Schon nice. Man kann da auf jeden Fall zocken. Bisschen PlayStation, Call of Duty oder FIFA. Das ist Kältebecken. Das ist das Kältebecken. Das ist kein Kältebecken. Wie nennt man das denn? Minus 200. Wir sollen eine Challenge machen. Wer als nächstes das? Minus 237 Grad. Ja, genau. Ist das? Kann ich da mal rein? Nee, 136. Minus 136. Das schaffst du. Ich werde krank. Ich bin krank. Schau die Hand, schau die Hand. Aber ist geil. Also, fühlt sich nicht an, Digga? Minus 112. Willi, ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Du bist Sportler, du kannst das. Komm, komm, komm. Ey, Dennis. Das ist die Challenge. Du bleibst da jetzt eine halbe Stunde drin. Nein, kein Geld. Wie lange darf man da maximal drin bleiben? So wie du aussagst, kannst du. Ich hab immer. Guck mal, wir rauschen. Ich hab immer so. Boah, kalt. Kalt? Man kriegt ein bisschen Platz. Ja. Yeah, you wanna go inside? No. Das war. Ich kann das nicht. Hatte viele Platz. Also richtig clean. Ja. 20? Wie viel? Okay, da will ich eine Challenge. Ich da gewinnst du. Wie viel kommst du geschafft? Auch mit 20. Aber oh. Also so, nicht diese Bullshit-Dinger, ne? Wie hoch? Okay. Oh. Okay, got you. So, mein. Okay, easy. 2. Achso, ja, jetzt hab ich. Warte mal. Wir machen eine Challenge. Aber ich glaube, er hier, der trainiert wirklich hart. Ja, Willi wird das Ding machen. Aber du musst jetzt. 20? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Gut, Keller. Mach noch einen für dich. 14 mit Hass. Und jetzt einen fürs Ego. Fürs Ego. Oh, und den letzten schnell mal rein, dass du dann hochgehst. Last. Hey. Mittlerweile auch kacke. Okay, was haben wir? Er hat jetzt 14 gehabt. 13? 13. 13? Und 12, glaube ich. Ich hatte 12,5. 12,5? Was ist die Challenge? Mehr. Einfach mehr. Einfach mehr. Er hat am meisten bisher. 18. Wie viel machst du? Ich kann das, ich meine. Was heißt das denn jetzt? Und du? Ich kann auch nicht. Niemals. Ein. Aber mit Schuhe und so? Aber das ist jetzt auch unaufgewärmt. Du bist zu lang. Ja, das sind jetzt auch nicht aufgewärmt. Okay. Also springen kann er schon mal. 2, du bist der Tiger. Es werden 4. Yes. 3. Mach noch einen 4. Für die 5. Guck's an. Komm. Wow. Oh. 5. 15. Jetzt kommt der Hass. Oh. Jetzt kommt der Hass. Na, ich got this. Ich got this. Jetzt kommt der Hass noch mit 2. Diese Blicke nach hinten. Du bist auf Kamera. 17. You got one more, bro. Yes, sir. Yeah, okay. 19. Okay, Dennis ist auf dem ersten Platz. Fehlt noch einer. Das ist nur fürs Team, Mann. Dann einen wenigstens. Ey, Bro, was ist das hier aber? Ach so. Ah, okay. There you go. Alter. Oh, wackelig. Schnell. Dann so eine Scheiße. Ah. Mein Sprunggelenk ist tot. So, dann da ist die Dings. Das wird heute nicht nochmal belastet. Ach, das ist das.
Ja, jetzt bin ich ehrlich gespannt. Ja, oh. Ja, Disrespect. Disrespect. Hey! Über die Festspiele spielen wir aber richtig Defense, ne? Ja, hey! Gefällt mir die Energy. Okay. Defensivmonster. Hä? Ja, Defensivmonster. Ja. Halbe Miete. Kleiner Vorgeschmack von dem da. Ja. Hey. So Leute, wir sind aus der Facility rausgekommen, sind jetzt auf dem Weg zu der Facility von Kobe Bryant, war das, ne? Genau, da fahren wir jetzt hin und da wird Dennis jetzt mit den Jungs ein paar Challenges drehen. Das heißt, ich werde später nochmal einschalten. Aber seid gespannt, die Challenges werden auf Dennis seinem Channel kommen. Es wird lustig werden. Ich denke, die Jungs werden zwar keine Chance haben. Obwohl, wenn sie von der Zweiwurflinie werfen, da, das geht ja dann nur unter denen aus. Da werden sie bestimmt ein paar Mal treffen. Die sind ja mehr Fußballer als Basketballer. Aber bin gespannt. Benutzen sie einfach ihren Fuß. Können sie auch. Müssen wir denen dann noch sagen. So Leute, ich bin zu Hause, aber zwei Tage später wie immer. Ich bin sogar im Office noch parallel am Schneiden, damit der Content pünktlich kommt. Es kommt eine Challenge online, von Eli kommt auch Challenges und von Willi, Sydney und Robert sind bereits, glaube ich, Vlogs schon draußen. War sehr, sehr nice auf jeden Fall mit den Jungs, super Leute. Ich werde deren Videos auch in meine Info reinpacken, dann könnt ihr euch die Videos angucken. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, die stecken sehr viel Arbeit rein. Ist sehr geil auf jeden Fall, ihr werdet es feiern. Checkt auf jeden Fall die ganzen anderen Videos ab von Dennis, Eli, Sid, Willi, Rohat. Also das Content ohne Ende gerade. Also bitte gönnt euch das, es ist alles in meiner Info drin. Checkt das ab, abonniert gerne meinen Channel, liked das Video, kommentiert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, guys.